Aus meiner Sicht ist das Experiment zum Grundeinkommen, das erste große Pilotprojekt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland, ein lohnendes Experiment. Das hatte ich im Standpunkt 2020 zum Ausdruck gebracht. Warum? Hier haben sich innerhalb weniger Tage 1,5 Millionen Menschen für dieses Pilotprojekt beworben. 1500 durften teilnehmen. Davon wurden 122 zufällig in eine Teilnehmergruppe hinein selektiert und knapp 1400 als Kontrollgruppe gewählt, also ein randomisiertes Experiment. Und den Teilnehmern wurde für 3 Jahre monatlich 1200 Euro bezahlt. Zum Ende des Jahres geht dieses Experiment in seine Schlussphase und die ersten Ergebnisse, erste anekdotische Evidenz wird jetzt eben auch schon in den Medien berichtet. Das hat man jetzt in diesem RTL-Bericht ja auch gesehen. Der Gründer von Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeier, hat hier Neuland beschritten und per Crowdfunding 150.000 Privatpersonen gefunden, die eine wissenschaftliche Evaluation durchs DEW, aber auch durch Psychologen und Verhaltensökonomen sicherstellt. Wir dürfen also auf die Ergebnisse gespannt sein, aber auch nicht zu viel erwarten. Man wird danach nicht sagen können, dass man aufgrund dieses Experiments von heute auf morgen das Grundeinkommen in Deutschland einführen sollte, sondern man wird Hinweise darauf bekommen, was denn an Möglichkeiten gibt, ein Grundeinkommen dann auch umzusetzen. Ich vermute, ein Grundeinkommen auf niedrigem Niveau wäre mit geringen Kosten verbunden. Da ist es allerdings wichtig, die Arbeitsanreize sehr gut auszugestalten. Darüber muss nachgedacht werden. Und das kann man dann auf der Basis der Grundlage dieser Ergebnisse, die wie gesagt im nächsten Jahr dann auch veröffentlicht werden. 1 Billion Euro im Jahr müsste der Staat stemmen. Klingt erstmal verrückt, aber selbst für Arbeitsmarktexperten nicht gänzlich illusorisch. Dazu müsste das Grundeinkommen auf einem niedrigen Niveau sein. Zweitens auch, dass die Arbeitsanreize so ausgestaltet sind, dass insgesamt mehr Menschen als bisher arbeiten. Die